Hey Leute, willkommen zurück hier bei Steve in Moonlight Falls. Ja, ihr seht, es ist nach wie vor Winter und wir reisen zurück nach Hause zu Lemmy, der sicherlich den guten Steve schon erwartet. Und ich weiß gerade gar nicht, bei wem wir zuletzt waren, weil ich denke mal, wir werden jetzt noch wahrscheinlich die eine Folge hier machen, werden dann noch den schönen Sonntag, an dem wir zum Glück nicht arbeiten müssen, hier mit Steve erleben. Und danach wollte ich wieder wechseln. Und ich überlege gerade, wo waren wir denn vorher? Ich denke mal, wir waren vorher bei Sakura und Darcy, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Entweder gehen wir dann wieder zu Violet, würde ich sagen, oder wir gehen zu Stella und Ryan. Und ich weiß auf jeden Fall bei Stella und Ryan. Oh, stell dich doch jetzt nicht so an, Steve. Und wie du mit deinem Hund interagieren kannst, wenn du möchtest. Also entweder gehen wir zu Stella und Ryan. Da haben wir ja den kleinen Finn, der würde ein Schulkind werden? Ich glaube, der wird tatsächlich sogar schon ein Schulkind werden das nächste Mal. Haben wir ihm alles beigebracht? Ich war schon so ewig nicht mehr bei Stella und Ryan. Ich glaube, wir sollten da zunächst hin, als nächstes hingehen, oder? Da waren wir wirklich schon ewig nicht mehr. Und alternativ können wir natürlich auch erst noch zu Violet und Armin gehen. Könnten da noch ein bisschen weitermachen, aber irgendwie habe ich mehr Bock drauf auf Stella und Ryan, glaube ich. So, es sollte, glaube ich, irgendwo hier eine Party stattfinden, oder? Wenn ich mich nicht irre. Oder doch nicht? Aber ich meine, das war doch jetzt bestimmt der Anruf, den wir entgegennehmen wollten. Also, jetzt haben wir diese ganzen Sachen nicht mehr besucht, um Bilder zu machen oder sonst was, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt das Wichtigste für Steve. Packen mal hier die Sachen in unsere Kiste rein. Hier die Teile, die wir gesammelt haben. Teil des gemütlichen Sarkophags. Die Statue. Das können wir da auf jeden Fall auch wieder reinpacken. Genauso wie die Duschen. Zauberschlüsselstein, den ich irgendwie auch nie verwende. Wo ich halt auch nie weiß, wo wir den verwenden können. Das ist ja so ein bisschen die Hauptsache. So, wann und wo können wir das dann überhaupt nutzen? Okay, und auf jeden Fall auch das Zelt noch mit hier rein. Können wir mal schauen, was liegt denn da noch so alles drin? Okay, den können wir auf jeden Fall auch noch da reinpacken. Mal eben schauen, haben wir denn hier irgendwas von diesen Sachen schon mal fertig? Nee, ne? Ach doch, hier. Sarkophag Alsimharas. Den könnten wir mal fertigstellen. Beim Tauchbrunnen fehlen uns noch mal zwei Teile, aber da haben wir sowieso schon einen rumstehen. Bei anderen haben wir auch zwei oder drei bisher. Ah, und hier haben wir direkt wieder einen neuen gemacht. Okay, da hätten wir auf jeden Fall wieder einen fertig, den wir nutzen könnten. Dann würde ich mal sagen, rekonstruieren wir den gleich. Danach kannst du auf Toilette gehen. Und auch Steve kann dann hier nicht Steve, auch Lemmy kann dann hier mal pieseln. Kann hier kauen und schlafen. Ah, das ist also der Sarkophag, den wir jetzt haben. Weiß nicht, ob wir den irgendwo hinstellen wollen. Aber wir haben ihn auf jeden Fall. Ich packe ihn erstmal ins Familieninventar. So, da haben wir ja sowieso schon zwei andere Sarkophage. Das können wir eigentlich mal verkaufen. Die Toilette auch. Den Blumentopf auch. Aber wir haben hier sogar noch die Kampfkunstsachen, was sehr cool ist. Also sogar noch die dabei haben, die man nutzen könnten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Haus für Steve. Denn er wohnt ja wirklich schon ewig hier und es ist jetzt. Naja, also ist jetzt nicht unbedingt meine Meisterleistung der Baukunst. Da war ich, glaube ich, ein bisschen faul, was Steves Haus anging. So im Nachhinein betrachtet. Ich freue mich auf jeden Fall, ein neues Haus für Steve zu bauen. Das wird definitiv anders. Das wird ja nicht mehr so eine Junggesellenbude wie das hier. Und ich finde, das ist schon sehr Junggesellenbude, oder? Mit der großen Bar hier und der schicken Küche und ja, ich weiß nicht. Für mich hat das schon sehr viel von der Junggesellenbude. Das ist halt Steves Version der Junggesellenbude, das muss man natürlich dazu sagen. Des Abenteurers, der hier ganz viele Schätze gesammelt hat, das ist natürlich klar. Aber trotzdem hat das sehr viel von einem Abenteurer für mich, sehr viel von einem Junggesellen auch für mich. Mit dem Fernseher und allem. Ja, und das wird dann doch ein bisschen familiärer, wenn wir umziehen. Wenn wir mit unserem Sohn Dominik und mit der guten Indira zusammenziehen. Ja, und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ich hatte ja
Ich hatte ja die eine weggecheatet. Ich hatte ja dafür gesorgt, dass sie nicht mehr unser romantisches Interesse ist, weil sie es einfach nicht lernen wollte. Oh Gott, wie viele Leute der kennt, das ist unnormal. Oh Gott, hier, genau, Wu. Wu hat dich ja jetzt zu unserer Bekannten, naja, was heißt gecheatet? Nicht mit dem Cheat, sondern mit Master Controller, aber ist ja quasi trotzdem ein Cheat. Aber einfach, es ging halt, es wollte halt irgendwie nicht anders. Es hat sich auch keiner von euch beschwert, also das denke ich mal, das ist ganz gut. Ja. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Geschicklichkeit sollten wir noch verbessern. Haben wir Fitness? Oh, Fitness haben wir ja schon maximiert, ich erinnere mich. Aber Geschicklichkeit verbessern wäre gut. Ja, unzerstörbar, das Upgrade könnten wir nochmal machen. Dann sollten wir daran schon mal ein bisschen arbeiten können. Wow. Es ist gerade 1 Uhr und Steve ist schon fast ausgeschlafen. Das ist ja der Wahnsinn. Was hast du hier für Wünsche? Nein. Ich weiß nicht, was Jolene von uns will. Aber wir wollten eigentlich nicht unbedingt irgendwelchen Leuten eine Textnachricht schicken. Wer ist denn Jolene überhaupt? Ich meine, mit Amy Brown sind wir auch richtig gut befreundet, was richtig cool ist. Sie ist eine Rettungssanitäterin. Das ist schön. Indira, dann hätten wir halt nochmal einen Horoskopleser im Haushalt, ne? Weil sie ja jetzt auch den gleichen Wunsch hat. Und ich meine sogar, dass ich bei ihr schon den richtigen Wunsch eingestellt habe. Ich wollte da sowieso nochmal nachgucken, ob das tatsächlich immer noch ihr richtiger Wunsch ist. Mich auf der Party vermisst. Ja. Doof und so. Hätten wir tatsächlich zwei Horoskopleser. Ansonsten könnten wir ja mal gucken, ob wir für Indira auch noch einen anderen Job finden können. Ich weiß es nicht genau. Zum Beispiel Clara ist auch Horoskopleserin. Das kann ja eigentlich nicht stimmen, oder? Oh, verdammt. Ich habe wieder die Alterung an. So. Okay. Er hat immer noch. Ja, habe ich vergessen auszuschalten. Ich vergesse das jedes Mal mit dem 100 Let's Play. Ja, gut, dir geht's eigentlich gerade nicht so toll, weil du viel trainiert hast, bevor du in Urlaub gefahren bist. Ich finde es schön, dass das jetzt quasi noch von vor Tagen nachwirkt, als wir hier Fitness maximiert haben. Das ist sehr interessant, aber so ist das eben. Und mitten in der Nacht repariert er hier den Fernseher. Warum nicht? Habt ihr auch schon mal so einen Schraubenzieher genommen und den vorne in die Mitte eures Fernsehers reingeschrammt, damit der besser wird? Ich würde es euch jedenfalls nicht empfehlen. Das ist, ja. Ich glaube, nicht wirklich empfehlbar. Gut. Wollen wir noch mehr verbessern? Sollten wir ja eigentlich, ne? Du hast hier auch noch einen Fernseher? Das wusste ich gar nicht. Der hat zwei Fernseher. Hat er hier auch noch irgendwo einen? So bei der Badewanne? Nee, zum Glück nicht. Wir können ja hier Essensqualität verbessern. Ah, das hast du sogar schon angefangen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Oder habt ihr schon mal mit einem Hammer auf eure Herdplatte rumgehämmert, in der Hoffnung, dass es dann besser wird und besser funktioniert? Auch das würde ich euch nicht empfehlen. Ah, Steve, wo hast du das denn gelernt? Ich finde allerdings, dass das sehr cool aussieht mit der Herdplatte und mit dem eingebauten Herd. Das wäre ein bisschen cooler, wenn der nicht so abgerundet wäre, sondern wenn der so gerade abschließen würde, damit das halt zur Holzplatte passt. Aber ich finde auch so sieht das ganz cool aus mit diesem bisschen angehobenen Herd hier. Das machst du sehr, sehr schön. Und danach haben wir noch die ganzen Früchte hier drin. Kannst du ja mal ein paar Pfannkuchen machen. Wunderschön machst du das. Warum möchtest du dir denn Spielzeug holen? Du hast doch hier eigentlich noch genug, oder? Naja, dann kau da dran rum. Das ist auch okay. Kleiner süßer Lemmy. Huch. Ich wollte erst das drücken. So. Na. Wieder hier. Damit spielt. Oh, das wird auch so süß mit dem kleinen Lemmy dazu. Ich mag Lemmy total. Ich finde Lemmy viel besser als Toffee. Ich weiß, man sollte keine
Man sollte seine Hunde nicht, also man sollte keinen seiner Hunde bevorzugen, aber ich mag Lemmy definitiv mehr, weil Lemmy ist erstens mal viel unabhängiger, der kriegt das viel besser hin, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Und zweitens ist er halt auch lieber, der würde niemals irgendwie aggressiv sein. Lemmy ist einfach ein süßer kleiner Hund. Und das, ich finde den toll. Im Gegensatz, ich meine, Toffee mag ich auch, aber er ist halt einfach so ein aggressiver Hund geworden. Und das ist ja nicht so, als hätten wir Lemmy ständig irgendwie sagen müssen, was er tun soll und was nicht. Nein, er ist halt einfach ein lieber Hund. Er ist halt, weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass er unabhängig ist oder dass er schüchtern ist. Dass er deswegen nicht so aggressiv ist. Ich weiß es nicht. Aber er ist halt eigentlich ein echt toller Hund. Müssen wir ja mal sagen. Und danach kannst du gern hier draus spielen, weil das wünschst du dir ja. Und dann kannst du ja gerne noch einen Sammelobjekt da schnüffeln. Wir könnten natürlich auch, wenn wir das, wir könnten uns natürlich auch noch ein weiteres Tier holen. Vor allem ist Lemmy ja sowieso ein bisschen älter und auch für Dominik dann, dass der dann halt irgendwie auch noch mal ein Haustier bekommt, wenn er älter wird, wenn er vielleicht ein Kleinkind wird. Wäre es doch irgendwie auch eine Idee, oder? Ach ja, Steve. Das lassen wir den noch zu Ende machen. Wie weit bist du denn mit der Geschicklichkeit eigentlich, wenn du das fertig gemacht hast? Oh, nicht besonders weit. Da müssen wir wohl noch eine ganze Weile an irgendwelchen Herden rumhämmern und so weiter, bis wir das verbessert haben. Aber wahrscheinlich werden wir auch schon vorher befördert. Wir sind immerhin schon Stufe 8, ey. Staffelführer. Führen quasi eine Staffel an. Die gesamte Fliegerstaffel blickt mit Respekt zu dir auf, weiß dein fundiertes Urteil zu schätzen und vertraut darauf, dass du sie stets sicher nach Hause bringst. Das klingt richtig cool. Das klingt richtig cool. Und ich finde, es passt auch so, Steve. Also ich finde, die Militärkarriere passt super zu ihm. Am Ende wird er ein Astronaut sein. Und dann wird er in den Weltraum reisen, Steve. In den Weltraum. Total begeistert. Oh mein Gott, der Weltraum. Hast du gut gemacht, Steve. Oh, das ist wie beim Schreiben. Okay, dass der Fortschritt erst danach angezeigt wird. Alles klar, dann sind wir sogar schon zur Hälfte fertig. Sehr schön. Genau, du spielst ein bisschen. Das ist sehr schön. Weil ich meine, Lemmy ist ja jetzt auch schon ein Senior, ne? Ist ja nicht so, als würde er auch ewig leben. Ich meine, wir haben aktuell die Alterung deaktiviert, zumindest wenn ich dran denke. Aber das ändert ja nichts daran, dass er auch irgendwann wahrscheinlich nicht mehr da sein wird, wenn ich die Alterung wieder anstelle. Ich meine, bei Moonlight Let's Play die Alterung anstellen ist halt auch schwierig. Aber ich habe das aber gelesen, dass Leute das so ähnlich machen wie jetzt hier bei Moonlight Let's Play in Sims 4, also da zwischen den Haushalten wechseln und dann immer wieder zwischen den Haushalten wechseln für eine Woche und nur bei einem Haushalt die Alterung anstellen und bei den anderen die halt auslassen, dass quasi nur bei denen die Sims dann jeweils immer altern, was auch ganz cool ist. Hast du gerade den Pfannkuchen auf den Boden geworfen? Nein. Der fliegt lustigerweise irgendwie immer wieder zurück. Vielleicht solltest du, wenn du singst, nicht unbedingt die Pfanne in der Hand halten, Steve. Ja, aber ich denke mal, sowas ist jetzt nicht unbedingt das Beste für uns. Ich denke mal, ich lasse dann einfach die Sims so altern oder ich mache mal eine Phase, wo dann alle plötzlich altern. Damit halt auch die Stadt drumherum so ein bisschen altert. Aber wir haben ja doch wesentlich langsameres Gameplay beim Moonlight Let's Play. Erinnere mich auch daran, dass wir auch mal die anderen altern lassen wollen, ne? Violet und die anderen. Die er scheinbar gar nicht mehr so gut kennt, oder? Ryan? Mit Ryan sollten wir uns mal echt mal wieder anfreunden. Sind die denn alle? Kennt ihr die so schlecht mittlerweile? Also, Darian und Finn ist er so befreundet mit. Ich meine, mit Sakura und Violet ist er super befreundet, mit Darcy auch. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Steve. Dann kannst du direkt, warte mal, erstmal die Pfütze aufwischen. Ich will gerade suchen, wo ist denn Stella?
Also mit Ryan sollte er sich auf jeden Fall weiter anfreunden. Das sollten wir mal machen. Vielleicht machen wir das heute oder das nächste Mal oder mit Ryan selbst, wenn wir da wieder hinwechseln. Außer er sagt so, nee, noch nicht zu Ryan. Da, Stella. Okay, mit Stella und Ryan sollten wir uns auf jeden Fall wieder anfreunden. Und wenn wir da eh hingehen, dann können wir das ja auch hinbekommen. Und dann auf jeden Fall die Spülmaschine reparieren. Er hat auf jeden Fall seinen Spaß. So, genau, das machst du schön. Dann kannst du noch mal ins Badezimmer gehen und noch mal duschen. Wie weit sind wir jetzt? Ja, das sieht doch schon gut aus. Noch einmal kurz was verbessern und dann sollten wir das eigentlich auch schon hinbekommen haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich sogar noch eine zweite Folge machen will, weil ich möchte jetzt eigentlich noch. Es ist mittags. Schauen wir mal, ob Indira zu Hause ist. Ich weiß immer noch nicht mal, wo die wohnen, so genau. Da wird sie nicht wohnen, ne? Sie wird hier wohnen. Aber Indira ist gerade nicht da. Dann schauen wir mal, ob Stella und Ryan zu Hause sind. Okay, Stella ist schon mal zu Hause. Können wir wenigstens da mal hingehen? Muss aber mal einstellen, dass dieses Haus nicht dauerhaft auf geöffnet ist. Schließen, genau. Können wir den Havering-Haushalt mal besuchen? Können wir hier mal hingehen? Außer die fahren gerade weg. Nee. Können wir uns immerhin mit Stella und Finn ein bisschen anfreunden? Das wäre eigentlich ganz cool. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr sagt, hier können wir als nächstes hingehen oder doch nicht. Wer bist du denn? Oh, das ist Stella. Okay, dann haut sie doch gerade ab. Was hast du denn an, Mädchen? Oh Gott, das muss ich unbedingt ändern nächstes Mal. Oh Gott, sieht das schrecklich aus. Das sah nicht wirklich gut aus. Wirklich nicht. Ja, und Indira ist gerade auch nicht da, leider. Wer ist denn alles hier? Hier sind ja eine ganze Menge Leute, wie scheint, ne? Wer bist du? Das soll bestimmt nicht so aussehen. Das sieht sehr, sehr gruselig aus. Das war su super gruselig. Das sah aus wie ein schwebender Affenkopf. Das war nicht cool. Ja. Aber wahrscheinlich wird Indira jetzt auch arbeiten, ne? Wenn Stella jetzt zur Arbeit rennt, dann wird auch Indira zur Arbeit rennen. Das ist natürlich schade. Und Ryan wird auch schon am Arbeiten sein. Ach, das ist jetzt ungünstig. Ich wollte doch eigentlich hier mal jemanden treffen. Weiß ich nicht, dann, okay, dann macht es natürlich nicht viel Sinn, jetzt noch weitere Folgen zu machen, wenn wir das nicht nochmal hinkriegen. Wenn wir die sowieso nicht besuchen können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Weil sonst würde ich mich nämlich gern nochmal mit Stella anfreunden. Hast du irgendwelche Aufgaben eigentlich? Ach, du musst noch ein bisschen trainieren. Ja, komm, dann machen wir wenigstens das. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen weiter trainieren. Ich wusste nicht, dass du überhaupt noch weiter trainieren musst, aber gut. Wer seid ihr? Gator Wolf und Waylon Wolf. Schön. Und da ist die Mutter, Wilhelmina, ja, und Rain. Okay, ist das vielleicht der Bruder? Waylon und Gator? Ich glaube, das sind Brüder. Lemmy braucht ein Flohbad. Alles klar. Ja, aber dann kannst du noch ein bisschen weiter trainieren. Kannst du mal ein bisschen wieder Ausdauer trainieren, weil meistens gehst du ja eigentlich eher auf Muskeltraining. Und, weiß ich nicht, ein bisschen eher auf Ausdauer gehen könnte vielleicht auch mal ganz gut sein für Steve. Kontakt zu Werwolf knüpfen. Könnten wir machen. Die ganze Wolf-Familie ist ja hier. Aber, naja, wir warten mal ein bisschen. Aber dann könnten wir wenigstens die Aufgabe erfüllen, die wir hier eh haben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt übernommen wird, wenn wir das nicht machen würden. Da ist Branch.
Ach, schön, die ganzen Leute hier. nein. Trainier bitte weiter. Nein. Ich möchte einfach nur trainieren, danke. Ja, wenn die, also wie gesagt, wenn die beide jetzt halt gerade nicht da sind, dann macht es nicht viel Sinn, auf die zu warten. Und Dira ist gerade im Park. Ja, die ist wahrscheinlich in... Wohl. Nö, ist sie scheinbar nicht. Ist sie doch nicht arbeiten? Muss man Sonntag... Also Stella musste ja jetzt arbeiten, ich weiß nicht. Oder das hier gilt als Park und ist damit gemeint. Was wir machen könnten, wäre, sie mal anzurufen und zu fragen, ob sie vorbeikommen möchte. Hierher. Dann können wir jetzt halt noch ein bisschen weiter trainieren. Wenn nicht, dann wissen wir ja, dass wir das, dass das nicht geht. Nee, in 2 Stunden hat sie Zeit. Okay, ihr könnt ja mal sagen, ob wir direkt wechseln sollen nächstes Mal. Und ob wir dazu Stella und Ryan wechseln sollen. Also, wenn ihr nichts sagt, sagen wir es mal so, dann werde ich nächste Folge zu Stella und Ryan wechseln. Und wenn ihr da gerne was anderes hättet, wenn ihr gerne doch noch eine Folge mit Steve sehen wollt, dann sagt Bescheid. Wenn ihr wollt, dass wir woanders hin wechseln, dann sagt da auch Bescheid. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder mit dem Monat Let's Play wieder. So viel ist schon mal sicher. Und bis dahin habt noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ciao!